Am zweiten Tag der Offroad- und Survival-Messe Adventure Southside zeigte sich der Sommer von seiner besten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein zog es so viele Gäste auf das Gelände der Lochmühle in Eigeldingen, dass zeitweise Wartezeiten beim Einlass entstanden. Die waren jedoch schnell vergessen. Die Stände der mehr als 100 Aussteller waren ständig dicht umlagert. Besonders die Kinder freuten sich über das reichhaltige Unterhaltungsprogramm. Aufsetzkabinen oder mit Aufstelldächern die Allradfahrzeuge zum Reisen. Tolle Autos, wo man staunen kann, wo man träumen kann. Und wenn man hier jemand fragt von den Ausstellern, die sind nett, auskunftsfreudig. Ich finde es eigentlich so gut, dass man viele Themen hat und das eigentlich schon breit gefächert auch ein breites Publikum auch anspricht. Also ich bin eher bei Outdoor und diese Bushcraft oder solche Sachen mit draußen schlafen oder sowas mal. Eintrittspreis enthalten waren sämtliche Vorträge zu spannenden Themen wie Langzeitreisen, Motorradtrips, Selbstausbau und Überleben in der Wildnis. Oft blieb kein Stuhl unbesetzt. Also der Vortrag, da hat das Thema gehabt, Holzkoffer auf einem LKW zu bauen, also quasi do-it-yourself eine Wohnkabine für ein Expeditionsfahrzeug zu erstellen. Und mich hat die Resonanz überrascht. Also es waren viele Leute da, hätte eigentlich eher so vielleicht mit maximaler Hälfte gerechnet. Aber in Kissingen wurde das schon promotet, in dem Allradler-Magazin. Und viele Leute sind extra wegen dem Vortrag auch, glaube ich, hier angereist. Und heute habe ich mich bewusst kurz gehalten und wir haben dann wirklich eine Viertelstunde Fragen beantworten können. Im Saal noch. Und viele Leute sind jetzt eben hierher gekommen zu unserem Eisstand, haben zum Glück auch ein Eis gekauft und haben mich dann natürlich interviewt zu den ganzen Detailfragen, die sie hatten. Die weiteste Anreise mit 3 Tagen dürfte das Team des Ausstellers Exploradors hinter sich haben. We come from Spain. Our product is simply boxes, living boxes, adaptation for camper vehicles, for pickups and for trucks. Our specialty is to simplicity things. There is no looks, but it's quality in our products and on our terminations of the products. Heute, der Messetag, war super, die Sonne kam raus, die Leute haben gepasst, die Leute waren gut drauf, haben sich für unser Produkt hier interessiert. Der Messetag war im Großen und Ganzen echt gelungen. Also die Leute, die heute da waren, waren teilweise echte Neulinge. Aber es waren auch Leute da, die ganz klar wissen, was sie wollen. Unser Produkt hier ist die Box, die du hier hinter mir siehst, zusammen mit einem Dachzelt, ein komplettes eigenes Pickup-Konzept und bietet so jedem noch die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen.